Huhu, aus Luxor sagen wir Hello Guten Abend. again. Noch einmal. Und Assi, der Depp ist gerade geklaut worden. Ja, der ist ja wirklich ein Depp, oder? Also, wie kann man nur so doof sein? Ja. Oh, guck mal, das Kamel hat eine Satteltasche. Vielleicht ist da was Interessantes drin. Wäre nicht übel. Ja, kann man da irgendwas von mitnehmen? Nee. Doch! Oh doch! Eine Ausgabe der Cairo Times und eine Brotbüchse. Besser wie nix. Okay, genau. Und da ist eine Kirsche drin. Oh, wie toll. Oh, die essen wir. Und eine Banane. Was für eine leckere Kirsche. Aber mit Assi ist auch nicht gut Kirschen essen. Nee, und jetzt hat er hier einen Kirschkern. Schön. Und eine Banane und die Cairo Times. Die können wir mal lesen. Die Tochter des Pharao hat eine Fotoliebesgeschichte. Was für ein Kerl. Oh Gott. Oh. So, da. Sag mal, du hast aber Zeitverzögerung. Ja, ich ne? habe gerade die Cairo Times gesehen. Okay, die sind schon wieder lange zu. So. Hier ist jetzt noch eine Straßenlaterne, da gehen wir mal hin. Eindrucksvoll. Oh, und da steht einer. Guck mal hier, der Kommissar geht um da. Wollen wir mit dem mal reden? Jetzt läufst du hin. Nee, ich bin schon lange da. Echt? Ja, und rede jetzt mal mit dem Kommissar. Halt. Da haben wir es ja. Was? Okay. Sie sind das fehlende Stück in meinem Puzzle. Und hatten der auf dem Kopf. Hat sich die alte Redewendung bewahrheitet. Ein Fes. Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Täter? Für Ihre unverfrorene Tat würde ich Sie ja am liebsten sofort mit meinem luxuriösen... Wir haben doch gar nichts gemacht. Nur leider wurde er eingezogen. Tun Sie nicht immer den Kindern weh, bla bla. Was kann ich denn dafür, wenn die Belger Datteln klauen? Wer muss Sie ja wohl dafür zur Ordnung rufen? Naja, genau. Dafür wurde ich in den inneren Dienst versetzt. Und kann mich jetzt mit der Aufklärung mysteriöser Verbrechen beschäftigen. Mir ist es jetzt nur noch erlaubt, Personen kalt zu machen, die sich fluchtartig vom Tatort entfernen wollen. Wollen Sie sich zufällig fluchtartig vom Tatort entfernen? Nein. Würden wir nie tun, sowas. Nein, im Leben nicht. Ich bin was? Ein Freund, das ist so winzig klein. Des bedächtigen Entfernens von entfernt kann keine Rede sein. Das hat meine Aufmerksamkeitssperre. Nein. Spannend. Wir machen nein. Genau. Wie dem auch sei. Beweisen Sie mir lieber schnell Ihre Unschuld, bevor wir unsere luxuriösen Foltermethoden anwenden. Oh mein Gott. Ach du Schütte. Gott. Luxuriös? Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ja, wir wollen gefoltert werden. Aus Luxor kommen, nicht dass Sie. Ach so. Ach so. Okay. Ich will nicht stören. Was für ein Verbrechen habe ich begangen? Ich bin kein... Was? Ich bin aus Kairo. Ich wurde bestohlen und der Dieb ist durchgebrannt. Genau. Wenden Sie sich dafür an die Kollegen vom Raubdezernat. Dafür wurde ich in den inneren Dienst versetzt. Ah, Mann. Ich kann mich jetzt mit der Aufklärung mysteriöser Verbrechen beschäftigen. Mir ist da liegt auch einer rechts. Personen kalt zu machen, die sich flucht. Das hast du schon gesagt. Nein. Ich bin eher ein Freund des bedächtigen Entfernens. Ja, ne? Mhm. Was meinst du? Ja, okay. Machen wir. Bedächtigen Entfernens. Schade. Wie dem auch sei. Meinen Sie... Das haben wir auch schon gehabt. Ich will ja nicht stören. Aber, ich muss hier vorbei. Das ist unmöglich. Das ist ein Tatort und der darf nicht betreten werden. Aber dieses Mädchen ist da auch gerade vorbei. Ja. Die hat mich bestohlen. Hm. Die nette Dame? Kann ich mir kaum vorstellen. Oh, was ist das für ein Trollo wieder? Toll. Welchen soll es sich hier überhaupt handeln? Genau, das ist doch mal interessant rauszufinden. Ein vertragter Fall, aber ich habe ihn nahezu vollständig gelöst. Ja, dann erzähl doch mal. Warum steht er dann hier rum, wenn er schon gelöst hat? Keine Ahnung. Das ist ein umgestürzter Karren. Und? Ja. Ah, der Schlüssel. Da haben wir einen leeren, offenen Sarkophag. Eine Mumie. Aha. Was soll Ihrer Meinung nach passiert sein? Okay. Spannend. Das ist doch schon fast zu einfach.
Eine Mumie ist aus dem Sarkophag ausgebrochen und des Wagens erwürgt. Klar. Ey, vielleicht war das die coole Mumie aus dem ersten Teil. Vielleicht sehen wir die ja wieder. Oh, das wäre doch witzig. Aha. Ich hätte da einige ein paar Zweifel erstmal. So. Welche denn? Der Fahrer ist nicht tot. Der Wagen ist was von einem... Sarkophag. Kann ich nicht lesen? Kannst du das lesen? Ein Sarkophag Lieferunternehmen. Lieferunternehmen, genau. Mumien sind tot und können niemanden erwürgen. Genau, das nehmen wir, oder? Mhm. Was meinst du? Und vor allem, das sagt gerade Assi, gell, der auch Bekanntschaft schon mit einer Mumie gemacht hat im ersten genau. Teil. Genau. Ja. Klar. Naja, ehrlich gesagt bin ich schon der ein oder anderen quicklebendigen Mumie. Eben. Aha. Sehen Sie? Aber das waren stets kosmische Schicksalsschläge und unglaubliche Zufälle. Kein Zufall ist so verrückt wie das Leben selbst. Schön. Ah, dann sagen wir, der Fahrer ist gar nicht tot. Genau. Woher wollen Sie das wissen? Er schnarcht. Weil er sich bewegt. der Wagen so. Woher wollen Sie das wissen? Es steht groß und breit drauf. Oh nein! Mann! Naja, bei der Polizei hat sich seit den alten Ägyptern nicht viel geändert, glaube ich, ne? War jetzt nicht böse gemeint oder so, nein, nein. Doch mal, was Ihrer Meinung nach hier passiert sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ein betrunkener Radverkäufer fuhr durch das Plakat abgelenkt gegen den Obelisk. Der Wagen ging kaputt, der Verkäufer landete auf der Straße und da liegt er immer noch. Und die Mumie? Ja. Wie erklären welche Mumie denn? Mumie? Das hat er mit seiner Mumie. Der Sarkophag ist brandneu. Ja, eben. Verdächtig, wie viele Details und Informationen Sie kennen. Oh. Ich glaube ja fast, Sie sind der Komplize. Ach, der dritte Mann. Nachdem ich noch immer im Auge behalten. Ja, mach mal. Ich bin kein Komplize. Ich bin aus Kairo. Das ja. Ist sowieso unter Generalverdacht. Ach, du Scheiße. Luxor zu suchen. Ich will den Kampf der Götter verhindern, aber das sagen wir dem nicht. Ich bin nur ein Tourist. Ich sag, ich bin ein Tourist. Mhm. So sieht er auch aus. Ja, im Schlafanzug. Sarkophage können schließlich nur von außen geöffnet worden sein. Oh Mann, die können ja aber auch aufgehen, wenn sie runterfallen. Mann, ist der nervig. Ich habe einen Verdächtigen gesehen. So, genau. Jetzt lecken wir den mal ab. Schreiben Sie die Person. Ach, Scheiße. Dann werde ich Sie einer gründlichen Befragung unterziehen. Ach, verdammt, ist der oh, nervig. Oh nein, das geht ja weiter hier. Weiße Mütze, rotbraune Haare, Sandalen, ein dürrer Strich in der Landschaft, ein... so, das ist ja, glaube ich, egal. Oh. Aha. Besondere Merkmale? Eine blinkende Glatze, Haare bis zum Hintern, Schnauzbart, Haare bis zum Hintern. Und weiter? Mhm. Und eine Mütze. Mütze mit Bändel daran. Mann, ist der nervig, ey. Mal nachsehen. So jemanden kann ich hier leider nirgends erkennen. Ich bin nicht überzeugt und behalte sie weiter genau im Auge, Freundchen. Na gut. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall mal erstmal geschafft. Was ist denn das hier? Da kommen wir auch nicht weiter, glaube ich. Nee, da nicht. Noch nicht, sieht jedenfalls nicht danach aus. Nee. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwas. Ja, hier. Hier will ich noch rein. Eine Litfaßsäule. Cool, gab sie damals schon. Die gab es damals schon. Da wurde auch eine... Da wurde auch eine Tänzerin, bin ich aber schon lange weg, für eine Tänzerin Werbung gemacht. Und ich fürchte, das hier dauert noch mal genauso lange. Und da die Renderei auch immer so scheiß ewig dauert, versuchen wir die Klappe zu benutzen in der nächsten Folge, okay? Genau. Jau. Bis dann. Denn das hat uns jetzt doch sehr angestrengt, mit diesem doofen Kommissar geht umzureden. Oh, also, ja, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.